Ich begrüße euch ganz herzlich hier in diesem Szenario vom lieben Tom Fresco auf Dresden-Riesa. Wir sehen, hier ist schon wieder ordentlich los, ordentlich was los an KI-Verkehr. Ja, also ein sehr, sehr schönes Bild, glaube ich, mit dem man hier so anfangen kann. Und der Zug unserer heutigen Fahrt ist nicht die 146, auch nicht die 101, sondern dieser wunderschöne TGV. In den steigen wir auch mal direkt ein und geben mal die Türen links frei. Genau. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir einmal an. Führerstandsbeleuchtung mache ich jetzt auch mal ganz kurz an. Okay, also Leistungsschalter. Moment, wie war das dann noch gleich? Mal gucken, ob ich das jetzt noch hinbekomme, den aufgerüstet zu bekommen. Fahrtrichtungswende können wir schon mal in Vorwärtsstellung setzen. Den Fahrmodus auf Geschwindigkeitsvorgabe. Die Geschwindigkeitsvorgabe setzen wir jetzt mal auf 50, weil wir mit 50 ausfahren dürfen. PZB haben wir natürlich keine. So, müssen wir hier hinten noch am Schaltschrank irgendwas machen? Ich glaube nicht. Das passt, glaube ich, soweit alles. Ist unser Stromabnehmer oben? Ich glaube nicht. Hier ist keiner gehoben und hinten auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und zwar Stromabnehmer, Wechselstrom. Ja, Wechselstrom müsste ja, glaube ich, das in diesem Sinne richtige sein. Normal. Jawohl, da ist er. Also können wir dann jetzt praktisch Leistungsschalter auf an und schließen. So, Türen können wir auch schon wieder zumachen. Hauptschalter ist aktiv. So, Hecklichter, bitte. Wackma, brauchen wir nicht. Jawohl, es bimmelt schon. Ich würde sagen, Führerstandsbeleuchtung kann auch wieder aus. Dann können wir hier uns noch ein bisschen Instrumentenbeleuchtung anmachen. So, dann Ersatzbremse lösen. Instrumentenbeleuchtung noch ein bisschen gerne hoch. Neutrale Bremse, das brauchen wir nicht, das ist, glaube ich, für einen Bremstest hier. Und die Bremse lösen, bis wir hier auf 5 bar sind. Genau, im Brakepipe sind 5 bar. Sehr schön, und auf geht's. Also dieses Szenario ist an sich komplett fiktiv, auch wenn ich jetzt mal behaupten würde, dass der KI-Verkehr nicht komplett reiner Fiktion entsprungen ist, sondern durchaus da realistische Anwandlungen abzusehen sind. Ab hier vorne dürfen wir dann gleich 60. Nämlich ab hier. Wir haben natürlich keine PZB verbaut, keine LZB verbaut. Und natürlich fährt der TGV auch nicht über Dresden. In diesem fiktiven Szenario geht es darum, dass die SNCF, also das französisch-staatliche Eisenbahnunternehmen, stellen wir einmal ganz kurz hier hoch auf 60, also die SNCF, die Société Nationale des Chemins de Fer Français, eine Kooperation aufgebaut hat und nun auch Paris über Prag angebunden wird, beziehungsweise Paris und Prag miteinander verbunden sind und das Ganze dann über Dresden, was ja an sich eine sehr, sehr coole Idee wäre, wenn das tatsächlich in Realität der Fall wäre. Wir müssen jedenfalls nur einmal in Dresden-Neustadt anhalten
und dann in Riesa. Und wir können auf jeden Fall schon mal hochgehen mit dem Geschwindigkeitswähler. Hier ist auch ordentlich KI-Verkehr verbaut. Mal schauen, was uns hier sonst noch so begegnen wird an KI-Verkehr. Hier rechts die 146, die vorhin noch ausgefahren ist, links nur 185. Der Link zu dem Szenario ist selbstverständlich in der Videobeschreibung drin. Einmal über die Weichenverbindung. Wir dürfen weiter in 80 fahren. Ach, das finde ich so toll. Allein, dass hier so, dass da Menschen drum stehen, ne? Was haben wir hier? So, und wir müssen bremsen. Der Bahnsteig ist zwar durchaus lang, aber so, nehmen wir mal. Ein bisschen Zugbremse mit dazu. E-Bremse können wir lösen. Okay, Türen auf. Jawohl. Ich suche gerade nach einer guten Position für noch gutes Thumbnail. Ach, der Bahnhof ist ultra schön, oder? Türen zu. Und ja, Abfahrt, wenn wir die Bremse natürlich erst lösen. Und dann würde ich mal sagen, allons-y. Auf geht's. Weiterhin Ausfahrt mit 80. Wie war das denn hier noch gleich mit der FACMA? Oder hier KVB ist das ja, ne? Lampe löschen. Also das ist zwar vollkommen egal, dass das hier so rumblinkt. Das macht für uns keinerlei Unterschied. Wieder eine Parallelausfahrt. Eieiei. Kümmern wir uns gleich um die Lampe. Weiter in 80 angekündigt. Eieiei, guckt euch das an. Und noch einer. So, ab hier dann 160. Ich sage einmal schon mal mit dem Leistungshebel auf 0. Dann
einmal auf die 160 eingestellt und sobald unser ganzer Zug an der Tafel vorbei ist, gehen wir dann auf die 160 hoch. Wir fahren heute nicht über die Hochgeschwindigkeitstrasse, beziehungsweise es ist ja keine Hochgeschwindigkeitstrasse, sondern es ist ja eher so eine Art Umfahrung für den Fernverkehr, beziehungsweise für den nicht frequentiert stoppenden Verkehr, also sprich Fernverkehr und Güterverkehr aber auch durchaus. Wie war das mit der KVB? Gibt es hier irgendwo einen Schalter für die KVB? Was steht her? Hier? Puptier von Fo. Ah, null Alarm. Fuck, mal abbrechen. Ja. Wir haben ein rotes Signal voraus, sagt das hat. Fuck, mal Test. Dann würde ich mal sagen, achten wir mal lieber auf die Signale, weil wir sowieso ohne PZB fahren. Und nehmen mal ein bisschen Zugbremse mit dazu. Ungefähr 1 bar. Wir können jetzt natürlich hier auf PZB wachsam drücken. Gehen noch ein bisschen stärker in die Bremse mit rein. So, die Bremse löse ich mal wieder aus. Und die letzten paar Meter lassen wir jetzt mal rollen auf das Signal. Machen dann den Rest auch nur mit der Zugbremse. Bei so niedrigen Geschwindigkeitsbereichen ergibt es eh nicht so viel Sinn, mit der E-Bremse reinzugehen. Okay, wir stehen offensichtlich und müssen wohl warten. Da vorne kommt ein Zug und hier rechts hat auch ein Zug freie Fahrt. Daher würde ich mal sagen, stehen wir mal ganz kurz auf und gucken uns mal den Innenraum unseres Zuges an. Haben wir noch gar nicht gemacht heute. Ah ne, stimmt, der hat ja nur eine Tür, der TARDIS. Huch, und plötzlich war der Ton weg. Komisch. Da! Okay. Herrlich, oder? Also hier die erste Klasse, kann man sich richtig gut, gut gehen lassen. Ne? Also vom Ton her nicht ganz so gut, aber die Tische, ich guckt euch das mal an, das sind das schöne Tische. Die Toiletten. Hier auch noch erste Klasse. Hier oben auch, hier unser erster Klasse Wagen. Vielleicht gucken wir uns später auch noch irgendwie mal, wobei gucken wir mal ganz kurz, was das Signal sagt. Das Signal ist immer noch auf Halt zeigend, okay. Dann machen wir halt Folgendes. Okay. Wir können uns ja auch mal den Speisewagen angucken. Das Le Bar. Gehen wir mal hier durch die zweite Klasse rein. Nerviges Geräusch. Ja, auch schön, oder? Also finde ich eigentlich ganz cool. Vom Aussehen her, mir fehlen zwar ehrlicherweise schon die klassischen Tische. Wäre schon cooler, aber was soll man machen? Gibt es hier unten? Ne, unten gibt es glaube ich gar nichts. Ne, da wo das Café ist. Gut, zweite Klasse haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Machen wir das dann jetzt auch mal eben. Das sieht wirklich wunderschön hier aus. Auch hier mit den Gepäckablagen. Hier oben kann man
ja, so das kleine Radgepäck ablegen. Wir haben hier Beleuchtung über den Sitzen. Ja, können es auch natürlich hinsetzen und die Fahrt genießen. La SNCF décline toute responsabilité pour le bagage disposé dans le train. Das bedeutet, die SNCF übernimmt keine Haftung für im Zug verlorene oder gestohlene Gepäckstücke. Ja, das habe ich definitiv gerade selbst im Kopf übersetzt. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder nach vorne. Immer noch rot. Pourquoi? Rame Grand Vitesse entretenue par le Technicentres SNCF. Unser Signal ist immer noch Rouge. Schön, oder? Immer wieder hoch. Und setzen wir uns wieder hin in unser. Hat ein bisschen was von so einem sehr runtergeranzten Raumschiff, oder? So könnte ich mir ein Raumschiff vorstellen, das allerdings schon ein paar. Ja. Vielleicht schon ein wenig zu alt ist für Raumfahrt. Warum ist das Signal rot? Fragen wir mal an. Im Moment können wir das nicht über den Führerstand machen. Haben wir hier irgendwo so eine Art Le Telefon? Da. Ah, okay, aber hier ist die Funktion noch nicht eingebaut, dass man das über den Führerstand machen kann. Dann machen wir es mal oldschool auf Signalwechsel warten. Okay, dann warten wir mal auf Signalwechsel. Wir können hier eine Weiche umstellen. Hier auch. Okay, also wir warten hier auf. Nee, auf den warten wir gar nicht, oder? Also wir müssen hier einmal rüber, da einmal rüber. So. Okay, warum stehst du hier? Ach so, wir mussten bestimmt auf den warten, weil der jetzt genau auf unser Gleis einfährt, ne? Ja. So. Wechselst du das Gleis? Nein. Ist jetzt gerade mein rotes Signal. Ne, das Signal zeigt bestimmt in die andere Richtung. Und da kommt noch einer entgegen. Ja gut, ich glaube, wenn der vorbei ist, dann dürfen wir vielleicht dann auch mal langsam fahren. Aber soll es ja auch mal geben, ne? Fahrten, in denen man da durchaus mal länger vor einem Signal, vor einem roten Signal steht. Hm. 19H. Können wir jetzt nochmal anfangen? Okay, jetzt. Ah, ne, abgelehnt.
So, wie sieht's aus? Wird unser Gleis immer noch blockiert? Von diesem Zug. Warum fährst du nicht? Ja, endlich fährst du. Theoretisch, ja, geht doch, endlich. Finally. Haben natürlich halt zu erwarten, weil wir jetzt einem RE hinterherfahren, aber gut, dann ist das halt so. Wir würden hier natürlich auf PZB wachsam drücken. Und wir dürfen was? 50 fahren, ne? Und haben aber halt zu erwarten. Also können wir da ganz entspannt fahren. Einmal über die Weiche rüber. Weiß auch nicht, warum uns der Fahrdienstleiter hier so über die Weichenverbindung schickt, wenn wir da einfach da links hätten vorbeifahren können. Aber das wird wohl einen Grund haben, vielleicht. Gibt es hier irgendwie eine Baustelle oder eine Störung oder sowas von einem Signal oder einer Weiche? Dementsprechend müssen wir hier rübergeleitet werden über die Regionalzugleise. Kann ja gut sein. Moin. Okay, wir steuern auf ein halt zeigendes Signal zu. Also runter mit der Geschwindigkeit. Da ist der 500er. So, dann lassen wir mal rollen. Und den Rest machen wir dann mit der Zugbremse. Dem Weg, gute Frau, Sie stehen auf der Markierung. So, wir rollen immer noch ein bisschen. Uns hier das Treiben am Bahnsteig in Ruhe angucken. Hier in Radebeul Ost. Rechts von uns auch die Schmalspurbahn. Ja, sehr gut. Und wir dürfen ausfahren mit 120. Das ist auch schön, ne? Dass hier so Arbeiterinnen stehen. Finde ich ganz cool.
Und wir haben natürlich halt zu erwarten. Also hören wir auch auf zu beschleunigen. Und lassen rollen. Ja, ziemliches Stop and Go. Oder wie man auf Französisch sagen würde, keine Ahnung. Arrêter et partir. Oder so ähnlich. Man möge mein sehr, sehr schlechtes Französisch entschuldigen. Oder wohl eher pardon. Okay, ich höre auf. Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben, wenn man jetzt hier die ganze Zeit nur so langsam vor sich her schleicht. So, ich kann das nächste Signal nicht ganz so gut erkennen, weil da ein Baum davor ist. Ah, ich sehe es immer noch nicht so wirklich. Ich glaube, es ist rot. Ja. Ja. Aber stand auch irgendwas in der Szenariobeschreibung von wegen, dass irgendwie die Hochgeschwindigkeitstrasse oder sowas ähnliches aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, weshalb wir sowieso über die Regionalzuglinie geleitet werden. Daher ist das durchaus, glaube ich, nicht irgendwie ein Fehler vom TSW, also dass irgendwie jetzt der TSW mit dem Szenario irgendwas verbockt hätte, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich beabsichtigt, so würde ich jetzt mal behaupten. Okay, dann halten wir mal an. Ein bisschen Luftdruck dazu. Okay. Zug ist gebremst. Ach, die Karte haben wir schon aktiviert. Na gut. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Hier komme ich nicht runter. Hier übrigens mit der, da steht es nämlich. Da, ne, die ganzen Strecken HRR, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Köln-Aachen, München-Augsburg, Hamburg-Lübeck, Dresden-Riesa, D, Fragezeichen, Fragezeichen. Also DCZ, Dresden-Chemnitz war das dann. Praktisch. Die Ankündigung dafür, der Teaser, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hätte ja alles möglich sein können. Hätte auch irgendwie sowas wie Düsseldorf-Göln sein können. Oder Dresden-Leipzig oder Darmstadt. Weiß ich nicht, was in der Nähe von Darmstadt ist. So, Bremse lösen. Und beschleunigen. Und das nächste Signal ist auch schon rot. Also beschleunigen wir jetzt mal gar nicht so schnell.
Dann würde ich sagen, lassen wir mal rollen und schauen mal, was das nächste Vorsignal sagt. Das nächste Vorsignal sagt, du darfst gleich anhalten. Nämlich hier würden natürlich wieder PZB wachsam betätigen, voller Freude und runterbremsen. Wo sind wir hier? Wir sind hier in habe ich nicht lesen können. Katschenbroda, ne? Klingt so ein bisschen wie die sächsische Version von Kotzenbruder. Aber schön hier ein bisschen der KI-Autoverkehr. Also die Strecke ist im Vergleich zu vielen anderen TSW-Strecken wirklich lebendig von der Szenerie her. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dresden-Chemnitz ja auch. Und das ist definitiv schön, dass das jetzt der neue Standard ist, dass hier einfach mehr Autos noch durch die Gegend fahren. Dass wir teilweise random irgendwelche Personen am Streckenrand verteilt haben. Und da haben wir auch schon wieder halt zu erwarten. Also würden wir jetzt wieder auf PZB wachsam drücken. So, da vorne ist weiterhin halt zu erwarten. So, also wir lassen jetzt weiterhin einfach mal nur rollen. Wir haben ja gerade eben HL 9B gehabt. Also Fahrt mit 60 und dann mit 40 oder 60 weiter. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob es 40 oder 60 waren. Ich kann auch mal hier die Geschwindigkeitsvorwähler wieder runterschalten. Und da haben wir HL12B. Also ab hier gelten dann die 60. Und wir haben halt zu erwarten.
Aber das Vorsignal ist da vorne grün. Das heißt also, wir können eigentlich beschleunigen. Und zwar mit auf Streckengeschwindigkeit, ne? Ja, HL1. Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit. Das wären 110 aktuell. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir jetzt langsam mal fahren können und nicht hier ständig irgendwelchen Regionalzügen hinterherfahren. So, ab hier die 120. Kann auch direkt mit dem Geschwindigkeitsvorwähler auf die 120 hoch. Dennoch sind wir weit unter 110 km/h. Also sprich, bis wir schneller als 110 km/h werden, sind auch schon die 120 längst freigegeben. Daher stelle ich jetzt auch schon mal den Geschwindigkeitsvorwähler hoch. Weiter in HL1. Und in 28 Kilometern erst halten wir an. Ich sehe eine V60. Seht ihr die auch? Doppeltraktion sogar. Sehr schön. So, wir dürfen weiterhin frei fahren, während wir hier vorbeirauschen an. Weinböhler. Gibt es ja auch irgendwo Wein, irgendwie so? Wird hier Wein eingebaut? Da hinten irgendwo? Da vielleicht? Oh, wir haben halt zu erwarten. CE Taurus da vorne. Aus dem Hamburg-Lübeck Add-on. Und ein paar Holzwagen. Wo wir müssen definitiv ordentlich Zugbremse mit verwenden, sonst wird das nichts mit dem Halten. So, dann lösen wir die wieder aus. Unsere E-Bremse auch. Und lassen mal die letzten paar Meterchen rollen und genießen hier diesen wirklich sehr, sehr schön anmutenden Bahnhof. Halterpunkt. Also schön, schön im Sinne von schön ausdekoriert. Ja, die Schranken da oben sind, da vorne sind oben. Mal gucken, ob die sich gleich schließen, wenn unser Signal umspringt. Müsste ja theoretisch. Okay. Würde ich mal sagen, steigen wir mal aus. Schöne alte Uhr hier vorne.
Also schön gemacht hier mit diesen Gerüsten und so. Also Hut ab hier in Niederau. Auch mit der Bahnhofsuhr. Oh, okay. Hier mit dem Ticketautomaten. Können wir hier runter? Nein. BU 95 6. Können wir hier was machen? Nein. Schön, oder guckt euch mal das Gebäude an. Wahnsinn. Ist mir nie so aufgefallen, wie schön hier das teilweise doch aussieht auf der Strecke. Recht langer Bahnübergang. Ist der für Autos auch gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee, hier vorne ist ja auch keine Straße. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, die alle können leider nicht einsteigen in unseren TGV. Signal ist weiterhin rot. Das Signal ist rot. Das ist rot. Oh oh. Der Zug möchte in die Richtung. Ich hoffe, der will über diese Weiche fahren. Und wartet bestimmt, bis der hier losfährt. Wann fährst du los, ist die Frage. Ich hoffe sehr, dass das szenariotechnisch so angedacht war und dass sie sich nicht irgendwie was in irgendeiner Form verhakt hat vom KI-Verkehr. Das ist nämlich manchmal so die Gefahr bei den Szenarien, die selbst gebaut sind, dass da der Dispatcher so ein bisschen rumspinnt und dann irgendwelche Züge irgendwie mal nicht vorgelassen werden oder ja. Irgendwer hält einfach mal random an einem Signal oder auch nicht, fährt einfach nicht weiter. So passiert manchmal im TSW. Das ist halt das Problem, wenn das passiert. Was ist mit dir da vorne? Du bist das doch, ne? Du bist der Grund, weshalb wir stehen. Ja, bist du. Wie stehen denn hier deine Weichen? Deine Weiche steht auf. Ja, eigentlich hier, dass du rüber kannst auf das Gleis nach rechts. Das passt soweit. Ja, das Signal, das und die Weiche steht für geradeaus. Okay. Okay, der steht halt tatsächlich, genau. Der wird halt blockiert, weil in diesem Signalblock dieser Taurus hier steht. Die Frage ist, wann fährst du hier los? Du hier. Oder fährst du nicht los, weil vor dir in deinem Abschnitt ein Zug steht? Da, so. Nee, also der kann theoretisch fahren. Huch.
Übrigens ein Update drauf für die Lichter, dass die ein bisschen besser und realistischer aussehen. Auch die Instrumentenbeleuchtung übrigens hat ein Update, aber ich glaube, die ist doch aktiviert. Können wir das Fenster aufmachen? Kollege, hallo. Alles hängt von dir ab. Wann fährst du los? Wir müssen warten. Ja, dann warten wir, ne? Kommt halt stark darauf an, welche Abfahrtszeit angegeben ist, ne? Ich kann das jetzt leider nicht nachgucken. Aber es könnte sein, dass es dann wohl 9:15 Uhr ist. So, ein kurzer kleiner Cut. Ich habe jetzt auch einige Minuten gewartet, jetzt schon über 5, und der Taurus hier vorne will einfach nicht losfahren. Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier ein bisschen warte, dann passiert da schon was. Aber das Signal ist weiterhin rot. Ich konnte jetzt auch nicht die Lok übernehmen. Ich habe es vorhin versucht, da um einfach nachzugucken, was einprogrammiert ist, wann der losfahren soll. Aber das hat nicht funktioniert. Da hat mich der TSW nicht den Zug übernehmen lassen. Ja, dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, können wir nochmal zurückfliegen zu unserem eigenen Zug. Offensichtlich haben wir hier vielleicht auch einfach eine groß angelegte Signalstörung. Das wird das wohl sein. Ja, der da vorne, der fährt nämlich einfach nicht los. Und weil er nicht losfahren kann, weil vielleicht dieses Signal da vorne gestört ist oder was auch immer, oder vielleicht ist der Abschnitt vor dem Zug in irgendeiner Form gesperrt, weil vielleicht Menschen auf den Gleisen waren, vielleicht gibt es Einsatz von Rettungskräften, Oberleitungsstörung, Signalstörung, es kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht ist irgendwie sowas hier auf dem Abschnitt da vorne passiert. Dementsprechend kann halt der Zug einfach nicht losfahren. Und weil dieser Zug nicht losfahren kann der RE da vorne auch nicht weiter los. Und der steht halt auf unseren Gleisen, dummerweise. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, Einfahrt, ne? Dementsprechend können wir dann auch wiederum nicht weiter. Also das Ganze hängt zusammen. Man sieht es hier, glaube ich, ganz schön so. Dementsprechend wird wohl unsere Fahrt für heute etwas unvorhergesehen in Niederau oder Niederau oder Niederau. Okay, das bestimmt nicht. Etwas vorzeitig enden. Daher danke ich euch fürs Zusehen bei dieser doch vergleichsweise recht anstrengenden Fahrt, zumindest aus einer Lokführerperspektive durchaus sehr anstrengenden Fahrt aufgrund des ständigen Haltens, aber wenigstens mal ein bisschen was los, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Gut, dann danke ich euch trotzdem. Ich sage merci, alles Liebe, alles Gute.